Und da sind wir wieder. Und let's do it. Also für alle, die das Handy gar nicht kennen, das ist praktisch ein Gestell. Kennt ihr wahrscheinlich diese Gestelle, wo man Fotoapparate draufstellen kann. Also praktisch ein Stativ. Und auf den ist eine Waffe montiert, die selber schießen kann und sich praktisch auf diesem Gestell rotieren kann und auch in der Höhe einstellen kann. Sprich also praktisch eine vollautomatische Waffe, die nach bestimmten Mustern Gegner sucht und dann... Boah, Alter, ja. Deswegen sollte man nie vergessen nachzuladen, wenn man echt beendet. Leute, pass auf, da ist ein fucking Zylinder. Zylinder war das schon. So. Bevor sich hier noch irgendeiner verletzt. Das wollen wir ja nicht. So, gucken wir jetzt noch mal ganz kurz, ob das, was ich eigentlich... Ja, hat sich alles behalten. Sehr schön. Das ist mir schon wichtig. So, da wollen wir auch eine Kill ziehen. Aha, seht ihr? Jetzt befinden hier langsam die ganzen Sachen. Tada! Weil das Problem ist halt, diese KI-gesteuerten Personen, die schießen rum wie wild und damit erzeugen sie extrem viel Munition. Und das ist halt das, was in der letzten Map die ganze Rechenleistung gekostet hat. Weil jetzt habe ich wieder eine relativ akkurate Framerate. Boah, das lässt sich doch wieder sehen, jetzt haben wir wieder ordentlich spielen. Ja. Und ja, in der letzten Zeit habt ihr ja gemerkt, da hatten wir teilweise fast nur noch 10 oder 20 Bilder pro Sekunde. Das war dann schon ein bisschen Bullshit. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaube hier. Nein! Haha, ich war schlauer als du. Bitch. Och nö, er nimmt ja auch welche. Alter, was wollt ihr noch? Oh Gott. Fotze. So. Also diese mit den Schildern, die sind echt ganz schön hardcore. Was? Ich kann die nicht aufsammeln? Hab ich schon zu viele Granaten oder was? Hä? Wo sind denn meine Granaten? Erde an Granaten? Ich kann die Granaten gar nicht auswählen. Gut, dann gucke ich mal ganz kurz in der Liste. Da sind die Granaten. Da. Nö. Lol. Hoffe, kann ich die nicht aufsammeln, obwohl er die fallen gelassen hat? Arschloch. Da ist auch noch einer. Wow! Alter, ich mache die Tür auf und guck nicht mal, ob da Gegner sind. Wow. Mach den mal fertig. Alter, ich bin schon los. Holy shit! Geht ja schon ganz schön ab, ja. Na komm, Alter. Das mit dem Springen muss ich nochmal üben. Das ist ja eher so schlecht als recht. Wow.
Dachte schon, ich habe jetzt einfach mein Männern auf dem Gewissen, aber. Wo denn? Alter Schwede. Boah, was zur Hölle? Oh, nicht diese Feuerdinger. Alter, warum kommen jetzt hier jetzt so starke Monster? Ach, du Kacke. Alter. Das ist doch alles nicht mehr ganz dicht hier. Ist der andere eigentlich gestorben, oder? Aber wahrscheinlich schon. Aber ich sehe keinen. Oh! Heavy Machine Gun! Ich habe einen Heavy Machine Gun! Ein Heavy Machine Gun! Alter, ich geht ja ganz schön ab. Und seht ihr, jetzt wird hier bei Action-Aktion bleibt meine Framerate relativ stabil. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr nicht gerade den super stärksten Rechner der Welt habt, dann aktiviert auch diese Option, weil es macht Sinn. Hallo? Warte, bleib weg. Es macht echt Sinn. Weil, wie gesagt, mit 20 Bildern pro Sekunde und weniger zu spielen, macht keinen Spaß. Damit ist wirklich niemandem geholfen. Also ich hatte noch nicht gespeichert. Alter, ich muss mir echt mal angewöhnen, öfters nachzuladen und öfters zu speichern. Um öfters mal nachzudenken. Also Geld brauche ich nicht, aber ich kann mal nachladen. Damit ich hier auch schön Munition aufsammeln kann. Davon habe ich immer noch nur eine. Die kann man nämlich auch im beidhändig tragen. Und wenn man dann auch noch die Mod hat, also dieses Upgrade. Ich habe noch gar keine Waffe nachgeladen, doppelt fertig. Ist ja interessant. So. So. Nein. Ja, Nail ist gut. Mit dem Nail kann man praktisch, da verschießt man halt Nägel und kann praktisch die Monster an die nicht gelegene Wand pappen. Also nichts gelegene, nicht, also die Wand, die von einem selber aus gesehen natürlich hinter dem hier liegen ist, logisch. Ich hoffe, man macht auch soweit Sinn. Oh. Aber soweit so gut alles. Gut. Dann nochmal speichern und weiter Text. So, geht hier auch noch runter. Muss ich mal gucken, wo ich da hinkomme. Also auf den legalen Weg. Achso, ja, hier rauf. Das stimmt ja. So war das und dann haben wir einmal das hier und dann das hier. So, und darüber kommen wir nämlich auch hier hin. Schicke Rüstung. Und gleich wieder Verbrauch, wo man nicht aufpasst. Und hier hin. Sehr gut. Wurde immer noch nicht geöffnet? Scheiße.
So, wir haben jetzt die gelbe und die rote Karte. Okay. Das wiederum bedeutet... Alter, ich stehe mir nicht im Weg rum, Junge. Wir haben die gelbe und die rote Karte. Ach so, ja. Wir müssen ans andere Ende der Map. Dahin. Komm, mach eine. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Das ist guter alter Doom-Humor. Einmal quer um durch die Map rennen, nur um eine Karte zu bekommen. Und dafür dann aber gleich mal nochmal hier 20.000 Gegner erhalten. Dann müssen wir jetzt kurz gucken. Hatte ich gesehen, wo wir sind? Achso, da. Aha, jetzt hat er nämlich das hier geöffnet und hier rüber kommen wir in den Außenbereich und können endlich mal unseren Freund hier befreien. Dankeschön. Der hat sich schon gelangweilt. So. Aber mal aufgeräumt. Alter. Alter, die Waldfee, was ist denn hier los? Gott. Ist schon nicht gerade ohne. Boah, Alter. Die waren ja alle noch da. Ich hoffe, die haben nicht mal beim grünen Medikicken erledigt. Ah, ne. Der ist. Ja, doch, die waren ja noch da. Der kam mich halt einfach wegen dem Schusswinkel, den ich an die ran. So, Munition haben wir wieder alles. Fast alles. Ich brauche hier noch ein bisschen Munition. Da fehlt mir noch gut was. Gucke ich mal nochmal hier nach. Hier war ja ein bisschen was. Perfekt. So, und dann können wir direkt ins Ziel gehen. So, aber diesmal gucken wir, ob wir alle Waffen nachgeladen haben. Das wie letztens habe ich nicht gerne. Okay, alle Waffen nachladen. So, wie ihr seht, hier haben wir schon eine ganze Menge Waffen. Und mindestens die Hälfte davon kommt nochmal dazu. Also es gibt eine ganze Menge Waffen bei Project Protality. Ich meine, es ist zwar ultra unrealistisch, weil kein Mensch kann so viele Waffen bei sich tragen. Aber das vernachlässigen wir jetzt einfach mal. Oh ja, die Map, da müsst ihr vorsichtig sein. Also, ihr müsst nicht unbedingt vorsichtig sein, aber wenn ihr eure eigenen Leute schützen wollt, müsst ihr vorsichtig sein. Denn